willkommen zur vierten Folge von FDW Infinity. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir heute an. Wir hatten, also ich hatte ja an den Folgen noch Infodrängen, dass die auch, also OBS das Ganze verloren ging am Ende und deswegen, ja, konnte ich dann nicht wieder aufzeichnen, wie wir den noch zu Ende gebaut haben. Aber wir haben jetzt einen Redstone Ofen, der ist jetzt hier oben. Und jetzt müssen wir noch Solarzellen bauen. Da habe ich einen extra Mod installiert, mit dem jetzt geht es einfacher. Und zwar sind das die Solarpanel. Ein ganz einfacher macht man. Was ist das Solarpanel jetzt? Ah, das ist die 1, genau. Mit Mirror, die macht man so. Da kann ich auch nochmal Glas nehmen. Und dann hat man die. Und dann muss ich einfach nur noch Holz holen. Und ich glaube, in der Mitte war noch ein Eisen. Nee, Redstone war das, genau. Redstone hatten wir aber schon aus der Höhle geholt. Genau. Wir haben sogar schon Glas. Da können wir ja, das ist ja geil. Ganz schnell, dann können wir jetzt ja schon uns so eine schöne Solarzelle machen. Nehmen wir uns auch so Kabel. Die sind auch relativ billig und dann können wir uns ja schon mal den Ofen ansteuern. Das ist gut. Warte, das ist Tin, ne? Aber warte mal, das hat ja auch, klappt ja auch gerade auch geklappt, ne? Hab ich kein Eisen mehr? Ich habe ja erst gar kein Eisen mehr. Naja, gut, solange es klappt. Nur wenn man jetzt ein bisschen Tin oder was das ist gerade war. Na, Tin war das ist ja. Nicht, ist ja auch genauso gut zu finden. So. Dann machen wir das Ganze erstmal so. Ich lege meine Crafting Table. Also ich hoffe, ich war das hier. Manchmal wechsle ich das nämlich einfach. Genau, da haben wir Solarpanel und jetzt machen wir noch. Wie hieß der Kerl? Ich glaube, das war so auch aus. Ich glaube, ist auch mal aus dem Redstone. Oh, da habe ich jetzt noch geschrieben. Nee, das war's auch nicht. Oh, wie hieß der Kabel? Ich muss jetzt erst die zwei Seiten kurz durchgucken. Nee, der hieß. Oh nein. Ich weiß erst gerade nicht mal, wie der Kabel hieß. Da oben. Eastern Flux. Oh, das war ein Fluxduck. Genau so macht man den. Hier muss Lied hin und den. Klar, das Lied habe ich vorhin gefarmt. Habe ich in der letzten Folge schon gefarmt. So. Glas und Lied haben wir hier noch. Na perfekt, Leute. Das sieht doch schon mal gut aus. Aber die Glitzern-Fluxdukte. Und ich habe auch heute vor, den Pulverizer und den Induction-Smelter schon mal fertig zu bauen. Weil das sind dann ja die wichtigsten Materialien für uns. So, drei nach oben. Wo habe ich da? Habe ich das Solarpanel? So. Ah nein, mir fehlt ja noch so ein Furnace. Nein. Wie fehlt das hier noch? Das Furnace Upgrade, wie macht man das? Mit Kohle 7 Stück, ein Blank Upgrade und einen Ofen. Wie genau man das Upgrade? Mirror und Stein drumherum. Oh, das habe ich komplett vergessen. Mirror. Stein drumherum. Oh, das habe ich komplett vergessen. Eiskalt. Blank Upgrade. So, nochmal Furnace. Brauchen wir 7 Kohle und ein Öfchen. Das holen wir uns mal. So, dann nehme ich jetzt auch schon mal wieder drauf. Ich habe es wieder vergessen, noch zu achten. Ich habe irgendwie da gestartet. Dann sagen wir jetzt, da sind es noch so. Ne, ich weiß noch nicht, stoppen. Okay. Also, ich brauche, das hatte ich jetzt gesagt. Ach, das habe ich jetzt. Nein. Sorry, ich bin wieder abgelenkt. Genau, 7 Kohle und ein Öfchen. Deswegen muss ich mir gerade Kobbel holen und Kohle. Kohle habe ich noch in den Öfen hier. Noch Kupfer, noch irgendwas. Da oben ist Eisen drin. Kobbel. 3, 6, 7, 8. So, kann man das so anordnen? So, für das Upgrade, da haben wir es. Das kommt nämlich. Ah ne, ich bin auch blöd. Natürlich nicht. Ich werde es verwechselt. Das war gar nicht dabei. Das ist, wenn ich einen Ofen so lapp drauf packe. Aber das ist gut, das kann ich mir aufnehmen. Dann nochmal so ein Saphir machen. Kann ich das auf den Ofen packen? Kann ich da auch mal ein bisschen was mitmachen? Und falls der jemand besetzt ist, also. Naja, weiß, mein Fehler. So, dann machen wir erstmal Pulverizer und Induction Smelter. Wie ging denn mal der Pulverisierer? Wo ich Flint, eine Piston, Copper Gear, das Reception kommt mit Gold. Genau, machen wir erstmal alles und dann. Also, was ist das bis. Naja, für Flint und den Piston nehmen wir dann zum Schluss. Weil haben wir schon mal Flint? Ne, ich dachte mir schon, dass wir kein Flint haben. Ne. Ich mach mal gleich noch. Also ich brauche das Keul.
Machen wir das mal. Na was? Reception Coil. Pulf. Nur noch Copper Gear. Und das ist Base-Dings da. Copper Gear war mit Copper. 2, 2, 2 und noch mal 2 Eisen drin. Oh Gott, Leute. Heute nur noch Craften angesagt. Das hatte ich mir aber auch vorgenommen. So, haben wir schon mal 2 Copper Gear. Das kommt so. Pulf. Das kam dahin, das war genau das. Das war nur erstmal den Basic Machine Frame. Der war mit einem Tin Gear. Okay, muss ich mich hier mal ganz kurz nachforschen. Tin haben wir noch etwas. Müssen wir auch nachher wieder farmen. Und Eisen holen wir nachher noch, wenn wir das so machen. Ich habe auch noch eine Query zu bauen, aber das, da brauche ich mehr Sachen für. Halt, ich finde auch blöd. Dann war das Ding hier so und dann hier drum Eisen, ne? Nee. Ich hätte das falsch gedacht. So rum. Tingier, Eisen drumherum. Oh, natürlich wieder falsch rum. Ich wusste es so. Das war auch Flint. Da muss man noch kurz Kies suchen. Und. Achso. Hab ich gesagt, bei 1, sorry. Ich hatte vielleicht erstmal den Redstone. Wo man bald einfach jetzt schnell. Kies. Ist das da hinten? So. Ist das Kies? Ja, das ist ein Gravel. So, dass ich mir aber innerhalb, ob da noch ein Weg das noch umzubauen, kann ich den Gravel erstmal abfarmen. Bis hier hin, dann bauen wir erstmal wieder zu und dann fahren wir uns hier mit der Schaufel erstmal weiter die ganze Gravel ab, bis wir uns zwei Flint ergattert haben. Na komm. Sei doch so lieb. Da haben wir den ersten Flint. Kann doch nicht sein. 10 Jahre später. Komm schon. Etwas Flint. Bitte, bitte, bitte. Da haben wir Flint. Supi. Das kann man jetzt wieder erstmal hier oben hin. Oder so rum. Und dann gehen wir wieder hoch. Halt! Boah, da bin ich fast wieder in diesen scheiß Quicksand. Das werde ich mir nachher erstmal angucken. Nachdem ich die beiden Maschinen gebaut habe und dazu nochmal die Solarpanel auf Stufe 2 alle gemacht habe. Wofür ich wieder sehr viel Sand brauchen werde. So. Ich war kurz nochmal eins dazu, weil ich weiß wieder nicht, wie rum ist, weil ich mache das mal falsch rum. Mit euch, das Holz muss andersrum. Ich weiß es jetzt schon. Sag ich doch. Ich mache das immer falsch. Ich kann das immer noch nicht auseinanderhalten. So rum. So. So. Das kommt so rum. Copper Gear. Das ist aber den Pulverisierer und ich finde noch das andere Maschinchen, der Induktionsschmelzer. Induk, gehen wir da ein, das ist der Induction Furnace, das ist der Smelter. Der geht mit Inva, wie geht das denn nochmal? Inva. Ach, dafür brauche ich glaube ich sogar den Pulverisierer. Ne, warte mal, hä? Wie mache ich nochmal Inva? Ja, gut, oh, wie habe ich das denn damals gemacht? Es gibt immer Invar Blend. Wie macht man das denn? Ist irgendwie den Crusher gibt es? Iron Power Pulver. Warte, oder Nickel Gold? Ferris Ingot. Oh Gott, nee. Da ging das sonst viel einfacher. Mit Inver. Huch. No, wir machen den Inver. Das ist jetzt richtig dumm. So, also nochmal. Kann ich nicht komplett Pulverized Eisen. Ja, das geht auch nicht. Nee, das ist eine Scheiße, ist das jetzt. Mit Nicky Grid. Mit Hirn. Ah. Wie geht denn so ein Engineer's Hammer? 2 Eisen, 2 Sticks und einen String. Ist ja eigentlich relativ billig, wenn man ehrlich ist. Machen wir 2 Sticks. Ich habe kein Eisen mehr, ne?
Oh, da war wieder Erze farmen. Naja, gut, den muss ich nicht machen. Halt, ich wollte. Kann ich jetzt mal kurz den Pulverweiser anschließen? So. Dieser Pinkloffen, dann können wir wieder nach Hause kommen. Wohin damit? Wohin damit? Ich muss das ja noch hier unbedingt vergrößern. Hier einmal abbauen. Okay, aber es geht in den Wall, okay. Ups. Das muss wieder weg. So. Dann gehen wir zurück in die alte Höhle, die kennt ihr ja noch. Halt, ich werde erstmal noch kurz pennen. Monsters nearby. Oh, brauche ich wieder in der Nähe Monster. Oh, wenn ihr wisst, wie ich das hasse, wenn wir in der Nähe Monster sind. Und ich dazu pennen möchte. Ich hoffe, der Tango weiß, ich böse. Beautiful Tango. Oh, beautiful strangers. Girls. So, ich versuche es nochmal. Jetzt geht es aber sogar nicht dieser Tango. Oh, ist das nicht ein Engineer Sammeier? Da hängt er. Ich bin auch blöd. Ich habe hier sogar noch Ferris Ohren gebraten. Leute. So. Aber ich glaube nicht. Nee, es wäre zu schön. Ich bin noch lieb und Silber. Na egal, ich wollte jetzt noch. Ich hätte noch was da neu. Und dann kaputte Spitzhacke rein. Dann mache ich mich den Engineers Hammer. Der kommt da rein und dann geht's in die Hölle. Ja, wenn noch lauter. Ich nehme gerade auf. So, und der Sand kommt ja auch weg. Oh Gott, wie ist denn die Ader, die groß? Hilfe. Scheilex, hau ab. Ich bin für dich nichts. Ich bin auch hart und dumm. So, nehmen wir uns mit und dann kann man dann irgendwo anders vielleicht eine Falle aufstellen für Monster. Vielleicht von so eine Streibsandfalle so. Aber ich drauf drumherum, dass wenn die Monster reinkommen wollen, dass sie dann sterben. Die Idee wäre ja nicht mal schlecht. Oh, was ist das eigentlich da hinten? Gucken wir nach. Hatte ich in der ersten Folge schon gefragt, was das sein soll, und jetzt gucke ich mal nach. Was bist du denn? Ein Colt. Erstmal mitgenommen, weil den kann man ja noch gebrauchen. Also könnten die gebrauchen. Das weiß man natürlich jetzt noch nicht. So. So ungefähr 10 Minuten aufgenommen und nehme ich so ungefähr 10 Minuten auf. Aus Skeletten, aus der Scheißrüstung. So. Und übrigens, was ich da. Was waren die Dinger? Ich hatte doch nicht an, dass die da so bläuliche Blüten sind. Die geben Pellets und die brauche ich dann für Botania. Deswegen nehme ich mir schon mal diese Blumen mit, weil ich mich später erst mit Botania noch beschäftigen werde. Da gucke ich mir jetzt schon ein paar Tutorials an und ich kann aber ja bis jetzt. Es ist sehr wenig. Das ist nur so wie mit. Forestry mit diesen Bienen. Ich habe es nie gewusst, wie gehen, und jetzt versuche ich rauszufinden, was man damit tun kann. Was ist das da hinten? Ja, gut. Die Landschaft sieht sehr bewohnt und schön aus. Kann man bestimmt gut bewohnen. Ich bin da mal weg. Oh, jetzt noch. Was ist das? Allium? Gibt es auch Pedals? Nee, aber die. Ich finde, das Aspekt sieht mega göttlich aus. Ich glaube, ich behalte das jetzt erstmal drin fürs Projekt. Das sieht einfach geil aus. Ist auch dann die, die es nicht mögen, aber ich feier's. So, runter. Also was Certus Quartz ist Amber. Certus brauche ich alles noch nicht. Das ist erst nachher für das SME-System wichtig ist. Damit werde ich bald auf dem Verona anfangen. Aber das sind nicht mehr Erze. Aber mit den Erzen, die ich jetzt habe, keine gute Idee. Da muss ich immer wieder mal hier in die Höhle gehen und neue holen. Cinnabar. Ich muss mal wieder gucken, was es hier noch alles war, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich habe die am Sonntag aufgenommen und wir haben es mittlerweile Mittwochabend. Also ich glaube nicht, als ob ich das noch wüsste. Vielleicht
weiß ich, vielleicht ein paar, vielleicht 1-2% von dem, was ich geformt habe und getan habe. Klar, das mit dem letzten Fallen so, weiß ich noch. Aber den Rest, sorry, weiß ich nicht mehr. Sorry. So, hier ist Eisenerz. Soll ich das einfach übersehen? Was ist das? Tin Orberry Bush. Ich kann schon mehr kein Englisch mehr. Ich bin das morgen kann ich, weil ich morgen Englisch habe. Da, was ist das? Cinnabar? Silver? So, ich glaube, hier ging es dann, genau. Dann gehen wir mal hier geradeaus durch. Und guten Morgen. So, jetzt habe ich alles zugebaut, damit ich hier den richtigen Weg finde. So, hier war nämlich die Riesenhöhle. Silber, Yellow Reed, wollte ich mir alles später holen, weil ich nicht genug, weil ich würde sagen, ja, kaputt war, so gut wie. Nehmen wir jetzt mal alles mit. Da oben ist noch Coal, könnte ich mitnehmen, aber ich glaube, noch brauche ich nicht viel Coal. Ich war nochmal, ich habe schon mal Redstone Furnace, wobei der natürlich nicht gut auffällt durch dieses Lappen. Da machen wir dann noch ein zweites hin. Wenn natürlich noch nicht, wann ich es hin machen werde, aber ich versuche, ich muss ja, da muss ich ja viel Sand für farmen. Ein Coil, ich brauche dafür 8 so Scheiben und so ein Coil. Klar, ich weiß natürlich jetzt nicht so teuer, aber das muss ich halt ein bisschen mehr Sand farmen. Weil 8 von diesen Solarpanelen brauche ich dafür und die wiederum sind ja etwas teurer. Deswegen, es kann ein bisschen dauern. Ich hätte gesagt, ich werde das in den Livestream auch noch machen und vielleicht werde ich sogar den Livestream am Freitag auf das Projekt hier verschieben. Oder muss ich dann natürlich gucken, dass ich das auch hochladen kann. Und sonst wäre es ja mega behindert. Bei Sea wollte ich noch eine Anmerkung machen, das kommt ja hier am Donnerstag. Ich habe mich unentschieden. Auf Buzzsocks kommen die Projekte und auf Magic Crew kommen die Gameplays. Habe ich mir das jetzt entschieden, dann brauche ich mich das Projekt auf Buzzsocks hier enden und da fortsetzen. Macht da keinen Sinn. Mache ich hier lieber weiter und ben und mache da nur noch Gameplays. Ja, das muss ich jetzt ändern, das ist wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass gut vorstellen, dass sogar einige schon rumgemeckert haben. Dass, oder rumgemeckern werden, wenn sie das gesehen, dann hätten sie rumgemeckert. Ich das so dumm mache. Da habe ich wieder nicht nachgedacht. Das ist Gold, ja. Ja, damit. Gold ist in dem Projekt hier wichtig. Ich denke, jedes Erz wichtig. Nur das Silber noch nicht. Aber ich kann gut verstehen, dass ich Silber vielleicht sogar hätte, schon mitnehmen könnte. Nur für meine Diebe kann ich für alles ausgeben, weil ich wollte ja noch Obsidian farmen. Ich bin noch idiotisch. Deswegen wollte ich auch in dieser Folge noch in die Höhle, um das Obsidian hier auszuholen. So, ich werde auch gleich wieder hier auch wieder 3 Folgen aufnehmen, dann habe ich wieder 3 Stück zum Nachholen, kann wieder dann, muss ich wieder anders aufnehmen, wenn ich die 3 hochgeladen habe. So. Natürlich jetzt kurz dauern. Ich habe Plan, so. Sehen wir natürlich ein bisschen Progress, aber ich habe so, ich will es so machen, falls ihr da meint, dass damit ich damit das direkt verbrennt. Ach komm, bringt eh nichts. Ich brauche 14 Obsidian, ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Das heißt, ich cut ab hier ganz kurz. Oder vor schnellerer am besten. So, dann haben wir schon mal genug für ein Nether-Portal oder auch für eine Schanta, nur nicht für, genug für beides haben. Ich möchte aber genug für beides haben. Und wenn ich das genug von einer, also Query, die Maschine, alles zusammen habe, Blutmagic, alles dann werde ich damit dann versuchen, daraus hinzubekommen, dass ich eine Obsidian farmen kann, die wirklich schnell geht. Also nicht, dass es jetzt 10 Jahre pro Obsidian, also dass es pro Obsidian irgendwie 15 Sekunden dauert, das abzubauen, sondern halt schneller geht. Und natürlich allgemein schon, dass das so lange dauert, aber wir müssen es dran gewinnen, Leute. Das denke ich.
Wird natürlich eine Weile dauern, aber irgendwann habt ihr euch dran gewöhnt und könnt die Zeit abwarten. Und die sagen, ich kann auch nicht ganz Zeit abwarten, aber auch in dem Fall müssen wir es. So, und ich werde 2 Minuten überziehen, denn ich habe jetzt so schnell und dazu muss ich natürlich noch das eins abbauen. Deswegen kann ich knapp 2 Minuten eigentlich überziehen. Wie soll ich das überziehen? Länger machen allgemein, weil ich jetzt 2 Minuten hier daneben abbauen saß. So, 14 Obsidian, das ist doch, finde ich, was Schönes. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn heute echt den Ether freikommt, muss man in den Nether gehen. Dann weiß ich, in Botanik ist eine Dimension, bei Blood Magic auch, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, Quatsch, da gab es auch keinen, ich Idiot. So, hier waren wir schon mal oben. Das Spiel nur so klein ist, hier muss dann irgendwo es weitergehen. Ich glaube, hier hinten geht es noch weiter, ne? Nochmal hochgehen, Idiot. Koppel. So, hier ist genug. Was ist das da oben? Lapis, dachte ich mir schon. Na, hat er mal da hinten. Ich hoffe, es ist nicht gleich. Natürlich gewinnt, habe ich wie gesagt an, weil. Naja, ich habe keinen Bock, die Sachen mit Sachen zu sterben. Ohne Sachen ist es nur halb so schlimm. Und mit Sachen ist es. Ne. Das Ferris. Das findet man nicht so oft, aber ist auch sehr wichtig. Zumindest ein guter Rohstoff für Inver. Wie eigentlich der Aufstieg sogar für immer. Also wenn ihr irgendwas schneller bekommen, jetzt brauchst du dafür Ferrus. So, dann kommen wir mit dem Haar, das nämlich gleich machen, haben wir nämlich einmal sowas. Machen wir noch einen aus dem Pulverisierer, den wir haben, dann haben wir eigentlich genug für sowas. Dann können wir uns schon den Ofen machen. So, hier der Yellow Reed Lead. Mitnehmen. So. Silber. Ja, das mitnehmen. Wozu sind wir denn uns hier? Normalerweise ist es bei mir so, dass ich die Spitzhacke erst mache, dass ich mit wirklich allererstes Obsidian fange und dann fange ich mit Erzen an. Aber jetzt war es eigentlich relativ egal, weil ich war ja wegen Albion. Also Obsidian, Erze. Also, es ist eigentlich relativ Jucke. Rille Jucke, wie ich das immer sage. So. Das ist Jacke wie Hose, wie die Lehrer mal sagen. Das ist bei uns eine Schule, ja, sagt bei uns das ist ein Lehrer mal. Das ist doch Jacke wie Hose. lol. Oh Gott, hilf, was ist das denn? Ein Feuerheimschüster haben wir hier. Hier ist noch Iron. Da sehe ich, glaube ich, auch Berry-Büsche. Die können wir uns auch mitnehmen, weil die sind, naja, auch noch ganz gut. Ja, oder es hinten. Das wollen wir so machen. Die nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. Um Armform. So, dann muss ich das Wasser hier eindämmen sollen. Ich Idiot. Mal. Komm schon, eins. Warte, wie viel ich auf einmal trocken gelegt habe. 2. Nein. Ich stirb. So, das Wasser hier stilllegen und dann haben wir das war unsere Ruhe. Sie muss ich jetzt aufpassen. Redstone kann ich alles gebrauchen. Die ist dann natürlich noch schöner, weil die braucht man ja auch noch so für Dollys. Wobei die Dollys kann ich auch als normale machen. Für die nicht wissen, was ein Ferris ja. Was ich mir für die nicht wissen, was ein Dolly ist. Dollys sind so Wagen, da kann ich immer einzelne Kisten mit transportieren, wenn ich die mal umziehen will, aber die nicht abbauen will oder die Sachen nicht holen will. Nachteil ist, dass du natürlich den Langsamkeitseffekt bekommst. Aber das Teil ist hilfreich, also ich nehme es mir auf jeden Fall dafür, denn es macht Sinn. So, ich hoffe, jetzt zurück, wenn ich bei mir nach oben. Ist ja im Endeffekt auch scheißegal. Hier scheint eine gute Schlucht zu sein, finde ich super. Wie viele Endermänner hier sind. Eine Enderperle brauchen wir noch her noch für diese Weird Evan Netze. Null. Leck. Ich hab kurz ein Leck gehabt. So. Was haben wir hier noch? Ach, warte, nehme ich jetzt schon durchgehend auf? Warte mal ganz kurz, ich hab einen kleinen Fail. Genau.
Super, dann würde ich mal sagen, was ist mit dieser Folge? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!